für mich war der Übergang vom Leistungssport jetzt hin zum ausschließlichen Arbeitsleben relativ rund, weil ich sehr früh beschlossen habe, oder für mich war es nie eine Frage, duale Karriere nicht voranzutreiben, sondern für mich war eigentlich immer klar, ich mache meinen Sport und ich mache immer was dazu. Meine Mutter hat gesagt, mach was Anständiges, Kind. Und dann habe ich mich zum Studium entschlossen. Und ich hatte immer die Möglichkeit, wie gesagt, durch die Förderung der Sporthilfe auch das zu kombinieren, ohne dass ich mir Gedanken machen musste, wie zahle ich sonst meine Miete. Und ich denke, das konnte ich sehr gut nutzen. Und am Ende tatsächlich die Chance auch zu haben, erste Berufserfahrung zu sammeln, um zu wissen, was will ich vielleicht nicht. Das war, glaube ich, ganz wichtig und das hat mir sehr dabei geholfen, jetzt einen reibungslosen Übergang zu schaffen. Es gibt ganz viele Eigenschaften, die ich denke, die ich durch den Leistungssport mir angeeignet habe und eventuell auch mitgebracht, aber auch ausgeprägt habe, die mir jetzt im Berufsleben weiterhelfen. Das ist natürlich die Organisation und das ist die Zielstrebigkeit, das ist das Durchhaltevermögen, das sind so Soft Skills. Ich glaube, die kann man zum Teil mitbringen, aber durch den Leistungssport werden sie ganz ausdrücklich nochmal entwickelt. Und ich merke jetzt in der Tat, dass da fallen mir einfach viele Aufgaben im Berufsleben auch leichter.